Kräuterpöscher. Das ist Kräuterpöscher. Fleißig? Oh, schön. Grüezi und hallo! Dritte Folge Booktuber lernen Schweizerdeutsch hier auf meinem Kanal Books and Buddies. Ich war auf der Leipziger Buchmesse unterwegs und habe ein paar Booktubern schweizerdeutsche Begriffe hingehalten. Sie mussten das Wort lesen und herausfinden, was es heißt. Und heute in der dritten Folge geht es um dieses Wort. Ja. Nicht so einfach, wenn man nicht aus der Schweiz kommt. Vielleicht habt ihr aber schon eine Ahnung, was es bedeutet und könnt es vielleicht auch lesen. Wir schauen uns an, was die Booktuber dazu gesagt haben. Viel Spaß! Folge 3. Booktuber lernen Schweizerdeutsch. Noch zwei. Was? Kräuterpöscher. Kräuterpöscher. Das ist Kräuterpöscher. Fleißig. Oh, schön. Wäre toll, wäre toll. Kräuterpöscher. Kräuterpöscher, das sind kleine Hackbällchen. Klein ist es auch nicht. Das ist, nee, das ist auch was. Das ist nicht so. Man kann es essen, aber es ist. Schrottpresse. Jawohl, man kann es schon essen. Man kann aber es ist nicht, aber es ist nicht hauptsächlich zum Essen gedacht. Kräuterpöscher. 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 Was ist das? Nicht zum Essen, aber irgendwas mit Kräutern. Man kann es sicher verwenden. Eine Kräutertasche. Pöscher. Das ist Löwenzahn. Das kann man essen. Kräuter kann Kräuter sein. Alles was für Philadelphia? Nein. Aber Kräuter schon? Aber es geht so ein bisschen in diese. Aber Pöscher, Helikolade. Kräuterpöscher. 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 Kräuter. Es ist, ja, es geht so. Pflanze, Kräuter ist schon mal nicht schlecht. Ein Kräuterbusch? Nein. Ich? Es ist gelb, das kann man vielleicht noch sagen. Das kann ein Tipp. Kornisbraun oder? Nein. Es ist. Löwenzahn. Was Löwenzahn. Saugleer mir Löwenzahn.